Hi, ich bin Daniel für Techvideo und das hier ist das Devolo Giga Gate, das wir heute uns im Unboxing und anschließendem Test anschauen werden. Das Giga Gate, das ist letztendlich eine WLAN-Bridge, die euren WLAN-Empfang und auch die Reichweite deutlich verbessern soll. Und nachdem wir das ausgepackt haben, werden wir uns die Software mal etwas genauer anschauen, die Einrichtung und eben die ganzen Optionen, aber natürlich auch einen Speedtest machen. Und eins kann ich euch verraten, in meinem Fall hat dieses Gerät einiges gebracht. Wir schauen uns ganz kurz den Karton an. Hier oben steht 2 Gigabit Highspeed WLAN Bridge. Die 2 Gigabit beziehen sich allerdings nur darauf, wie schnell die Geräte unter sich kommunizieren und nicht das, was bei eurem Smartphone oder Fernseher oder PC letztendlich ankommt, aber dazu gleich mehr. Starter Kit, das bedeutet, ihr erhaltet hier zwei Geräte, einmal die Base und einen Satelliten. Es gibt aber, glaube ich, auch Pakete, wo auch mehr als ein Satellit enthalten ist und natürlich könnt ihr auch welche dazu kaufen. Bis zu 8 können verwendet werden, hier unten steht's nochmal. Ansonsten, wie funktioniert das Ganze? Das sieht man hier einmal in dem Bildchen. Das habe ich hier aber auch noch mal etwas größer und kann es euch zeigen. Wir haben hier unten die Base. Diese ist an das Internet angeschlossen. Und ja, diese funkt mit dem Satelliten über ein 5 Gigahertz WLAN. Das ist, ja, hier steht es nochmal, 4x4 Quantenna-Technologie für leistungsstarke Punkt-zu-Punkt-Verbindung per 5 Gigahertz Band. Der Satellit, der funktioniert allerdings nur mit 2,4 Gigahertz, das heißt, all das drumherum ist mit 2,4 Gigahertz verbunden. Alle Geräte unterstützen 2,4, nicht alle unterstützen 5, aber das solltet ihr eigentlich auch wissen, falls ihr euch für so ein Gerät interessiert. Ist aber eigentlich auch nicht unbedingt nötig, dass ihr das wisst. Ganz genau, also hier oben steht es auch nochmal, 2 Gigabit Verbindungsrate und bis zu 1 Gigabit pro Sekunde echter Datendurchsatz. Konnte ich nicht erreichen, allerdings ist das auch ja, sehr, sehr davon abhängig, wie euer Gerät steht und wie euer Haus gebaut ist. Wichtig für mich, 3 Jahre Garantie, das ist länger als das, was man sonst erhält. Und das Ganze ist entwickelt in Deutschland, finde ich immer wieder cool. So, und auf der anderen Seite, da stehen nochmal so ein bisschen die Anschlüsse. Wir haben einen Highspeed Gigabit Port, 4 Fast Ethernet Ports, das heißt 100 Mbit Anschlüsse und einen WLAN Access Point. Und hier unten steht es auch nochmal, wie das Ganze aussieht und was da alles enthalten ist. Wir haben hier eine Installationsanleitung, die 2 Geräte, die ich schon gesagt habe, plus natürlich entsprechende Kabel sowie auch ja, das Netzteil. Ich würde mal sagen, wir machen das mal auf und schauen einfach mal gemeinsam rein. Ich hatte das schon mal eingerichtet und ausgepackt, deswegen wundert euch nicht, falls das Ganze nicht ganz so schön aussieht. In eurem Fall kommt das natürlich schöner verpackt daher. So, wir machen den Karton mal auf und dort sehen wir auch schon das erste Gerät. Das ist hier die Base-Station. Packen wir mal ganz kurz zur Seite, schauen wir uns gleich mal genauer an. Außerdem, gleich darunter, finden wir das zweite Gerät. Das ist hier der Satellit. Schauen wir uns ebenfalls genauer an. Und darunter verbergen sich eben diese Ladegeräte. Wir haben hier, ich glaube, zwei identische Ladegeräte. Zumindest sehen sie komplett identisch aus. Diese funktionieren mit einem Output von 12 Volt und 1,2 Ampere, sind also relativ leistungsstark. Plus, ich kippe das Ganze einfach mal so ein bisschen an, beziehungsweise nehme das einfach mal raus, haben wir zwei Ethernet-Kabel. Da sieht man das auch nochmal. Wie gesagt, ich habe das gerade erst nur reingeworfen. Bei euch kommt es alles sicher und schön verpackt an. Diese sind in etwa 1,5 Meter lang, würde ich mal schätzen. Sind ja relativ gewöhnliche Ethernet-Kabel, die man halt auch so sonst im Laden bekommt. Jetzt also ein kurzer Blick auf die Base. Die Base, das ist hier das rechte Gerät. Wenn wir hier die Folien abziehen, dann sehen wir auch die Oberfläche, die wir hier haben. Das ist Klavierlack. Das bedeutet, Staub werdet ihr darauf auf jeden Fall sehr schnell sehen. Ja, würde ich halt eher irgendwo. Also sie sehen schick aus, so viel dazu, aber halt auch mit Sicherheit sehr staubanfällig. Wir haben hier ein paar LEDs, die halt entsprechend über den Status leuchten. Wir haben hier einmal eine LED für den Gigabit Ethernet-Anschluss, mit dem ihr euch mit dem Internet oder mit eurem Router oder Modem verbindet. Wir haben hier den Stromanschluss und hier sieht man auch nochmal, wenn das Gerät an ist. Und hier kann man nochmal das Gerät entsprechend mit dem Satelliten verbinden, indem ihr hier einfach diesen Knopf drückt. Hier unten, das musste ich erstmal rausfinden, hier ist ein kleiner Standfuß. Den muss man so ein bisschen auseinanderschieben und dann
kann man das hier viel, viel stabiler irgendwo hinstellen. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Jetzt schauen wir uns das Satellit oder den Satelliten an. Ebenfalls genau die gleiche Oberfläche, wieder Klavierglanz, Klavierlack. Und wir haben hier eine ganze Menge mehr an Anschlüssen. Wieder Strom, Gigabit, Ethernet. Hier könnt ihr ein Gerät eurer Wahl anschließen. In meinem Fall ist es die WD-My Cloud Home, ist eine NAS, also Network Attached Storage. Und wir haben hier vier weitere Ethernet-Anschlüsse. Und diese sind allerdings nur mit 100 Mbit pro Sekunde belegt. Nicht ganz so schnell, wird aber auch in allen, in den meisten Fällen würde ich mal sagen, reichen. Selbst wenn ihr Spiele spielt, sollte das eigentlich ausreichen, denn man darf nicht vergessen, die Verbindung dazwischen ist auch nicht immer so schnell, dass ihr die 100 Mbit ausnutzen könnt. Hier haben wir wieder einige LEDs, zum einen natürlich für die Ethernet-Anschlüsse, für das WLAN. Das ist auch gleichzeitig die WPS-Taste, mit der ihr euch mit eurem Smartphone beispielsweise in das WLAN einbuchen könnt. Wieder eine Taste, um eine Verbindung zwischen den beiden herzustellen, sowie auch eine LED für Power. Und das Schöne ist, werde ich euch nachher zeigen, diese LEDs kann man auch alle deaktivieren. Das bedeutet, falls ihr das Gerät im Schlafzimmer stehen habt, muss es nicht die ganze Zeit leuchten. Und auch hier haben wir wieder so einen kleinen Standfuß, den man hier auseinanderschieben kann. Und dann kann man das Gerät hier einfach hinstellen und zum Beispiel so auf dem Wohnzimmertisch oder auf der Kommode betreiben. Schauen wir uns mal die Software des Devolo GigaGate mal etwas genauer an, denn die ist ja relativ interessant, um das Ganze einzurichten und so an seine Wünsche anzupassen, wie man das haben möchte. Sie nennt sich DLAN Cockpit und es gibt sie für Windows oder eben hier für Mac. Und ich zeige euch mal die Funktionen, die sie so bietet. Wir sehen hier auf den ersten Blick unser Setup. Das bedeutet, wir haben hier die GigaGate Base. Diese ist an den Router angeschlossen. Das ist die große Basisstation. Und wir haben hier den GigaGate Satellite. Und wenn man auf diese drückt, dann sieht man auch die Verbindungsgeschwindigkeit in die unterschiedlichen Richtungen, das heißt Up- und Download letztendlich. Wenn man über diesen schwebt, dann erscheinen hier auf der rechten Seite kleine Symbole. Das ist hier rechts zum Beispiel, das sind die Optionen, die sind nicht wirklich interessant. Hier kann man den Gerätenamen sehen, plus nochmal die Firmware-Version und die MAC-Adresse. Hier kann man übrigens auch Updates hier unten installieren. Außerdem sieht man hier, und das ist das Interessantere, die Möglichkeit, die Konfigurationsseite des Geräts aufzurufen. Und wenn wir diese mal anklicken, dann landet man auf einer Website. Das ist eine lokale Website, das heißt, sie ist natürlich nur im lokalen Netzwerk. Ja, erreichbar. Und wir haben hier drei unterschiedliche Optionen, die auf einen Blick sichtbar sind. Wir haben die Statusübersicht. In der Statusübersicht sieht man hier bei der GigaGate Base, welches Netzwerk benutzt wird. Das ist das 5 GHz-Netzwerk im Kanal 104 mit dem Netzwerknamen so und so. Und das ist der Schlüssel, der übrigens auch direkt vorgegeben wurde, kann aber natürlich auch geändert werden. Wir können hier die Bridge konfigurieren. Schauen wir uns gleich aber noch etwas genauer an, denn dazu gibt es noch einen eigenen Unterpunkt. Und wir haben hier den Bridge Monitor. Hier sieht man die Datenraten entsprechend sowie die letzte Anmeldung und natürlich auch die MAC-Adresse. Wir gehen wieder zurück, haben hier den Ethernet-Status. Das bedeutet, wie ist das Gerät angebunden? Im Moment ist es Gigabit Ethernet über den einzigen Gigabit Port und das Ganze ist grün, das heißt, der Status ist stabil und angeschlossen. Wir können hier Updates installieren. Wir haben ein Zugriffskennwort, das wir hier einrichten können, damit man nicht einfach so auf diese lokale Webseite zugreifen kann. Habe ich im Moment nicht. Und hier haben wir noch ein paar weitere Informationen wie die Netzmaske, die IP-Adresse, Standard-Gateway und den Name-Server. So, wir gehen wieder zurück und dann haben wir wieder unsere drei Optionen. Wir gehen in den Bridge-Betrieb und im Bridge-Betrieb haben wir die Konfiguration, die ich noch ganz kurz angesprochen habe. Wir haben hier den Netzwerknamen, den wir eingeben können, denn ja, auch die Base hat ein eigenes WLAN-Netzwerk, in das wir uns ganz normal verbinden können. Und dieses Netzwerk ist ein, bei Wunsch natürlich, ein AC-Netzwerk mit 2,4 und 5 GHz, ist also das schnellere der beiden Netzwerke, muss aber auch sein, denn damit verbindet sich ja auch der Satellit und hier wird eine entsprechende Verbindung hergestellt. Wir haben hier eine Kanalbandbreite von bis zu 80 MHz, kann man persönlich einstellen. Je breiter, desto schneller und mehr Durchsatz, ist irgendwie auch klar. Und wir können den Kanal selber wählen oder wir sagen, es läuft komplett automatisch ab. Und das ist eben auch der Vorteil. Devolo sagt,
Wir passen das Netzwerk so an mit dem richtigen Kanal, dass ihr den besten Datendurchsatz habt. Wir haben hier die Möglichkeit, zwei unterschiedlichen Verschlüsselungen zu wählen. Das heißt einmal WPA2 und oder halt gar keine. WEP wird nicht angeboten, finde ich auch gut, kann auch super einfach geknackt werden. Oh. Und hier kann man dann auch den entsprechenden Netzwerkschlüssel eingeben. Das ist in dem Fall der normale Netzwerkschlüssel, der vorgegeben wurde. Man kann die Bridge natürlich auch nochmal erweitern. Wir haben dann einen weiteren Satelliten, den wir hinzuschließen können. Wir können mehrere Satelliten dazu packen. Und ich glaube, es werden auch Pakete verkauft, mit denen, ja, bei denen mehrere Satelliten mit dabei sind. Bin mir da aber jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall kann man welche dazu kaufen. Hier bei den Basiseinstellungen, da unten auf diesem Rädchen, haben wir die Sprachauswahl. Das sind die 7 Sprachen, die verfügbar sind. Deutsch ist natürlich mit dabei. Wir haben die Gerätesicherheit. Hier können wir das Kennwort eingeben, um in dieses Menü zu kommen. Wichtig, nicht das WLAN-Kennwort. Wir haben hier ein paar Netzwerkeinstellungen. Das heißt, wir können die HCP ein- oder ausschalten, können also komplett eine manuelle IP-Adresse hier angeben. Wir haben hier noch die Möglichkeit, Firmware-Updates zu starten oder diese automatisch starten zu lassen. Und wir können die Gerätekonfiguration speichern. Das ist vor allem dann wichtig, wenn man mehrere solcher Gigagate-Systeme betreibt. Dann muss man sie nicht jedes Mal vom Neuen aufstellen. Zum Beispiel, wenn man einen Zweitwohnsitz hat oder ähnliches, und kann diese Gerätekonfiguration dann auch entsprechend dort hochladen. Der letzte Punkt, das sind die erweiterten Einstellungen. Das bedeutet, wir haben hier ja die typischen Datum, Uhrzeit, aber den Punkt, der gefällt mir ganz gut. Wir können die Geräte-LEDs, die blau leuchten, ausschalten. Das habe ich bei der Base zum Beispiel nicht. Dort ist es mir egal, das Gerät steht im Wohnzimmer, aber bei dem Satelliten, der bei mir im Schlafzimmer steht, wohnt, dort habe ich das ausgeschaltet, einfach weil mich die LEDs nachts gestört haben. Da sind letztendlich alle Einstellungsmöglichkeiten der Base. Beim Satelliten sieht es etwas anders aus. Wir klicken hier wieder in das Cockpit rein, gelangen auf der Seite des Satelliten und sehen, hier sind es auf einmal 4 Punkte. Wir haben hier wieder unsere Statusübersicht und dort haben wir zum einen das 5 GHz Netzwerk. Das ist allerdings nicht als WLAN verfügbar, sondern es dient rein dazu, um sich mit der Base zu verbinden. Das 2,4 GHz WLAN mit dem Netzwerknamen und dem Schlüssel sowie auch die Ethernet-STATI. Das bedeutet, wir haben hier den ersten Port. Dort hängt zum Beispiel meine WD-MyCloud Home dran mit dem schnellen Anschluss. Und wir haben hier noch weitere Media-Ports, die halt nicht 1 Gigabit, sondern nur 100 Mbit pro Sekunde schnell sind. Und auch hier können wir ein Zugriffskennwort festlegen. Weiterer Punkt, hier haben wir die Basiseinstellung, ist letztendlich genau das gleiche wie auch bei der Base. Wir können wieder unsere IP-Einstellungen letztendlich ändern. Wir können hier Firmware-Updates schieben. Wir können Passwörter festlegen und natürlich auch die LEDs ausschalten. Das hier ist etwas interessanter, das ist der Bridge-Betrieb. Bei der Bridge-Konfiguration haben wir die Möglichkeit, den Netzwerknamen wiederum zu ändern. Wie gesagt, das ist jetzt für den Satelliten, so wie natürlich auch den Schlüssel. Das ist die Verbindung zur Bridge. Wir können aber auch hier im Bereich WLAN unser WLAN nochmal ändern vom Satelliten. Das heißt, es kann auch komplett anders heißen. In meinem Fall ist es Tablet.de/Devolosat. Wir können hier zwischen WPA2, WPA / WPA2 oder keine Verschlüsselung wählen und unseren Schlüssel eingeben. Auf der rechten Seite finden wir den Modus. Maximal ist es bis zu N-Geschwindigkeit und nur in 2,4 GHz. Wichtig. Wir haben hier die Bandbreite, die wir einstellen können, sowie auch den Kanal. Und auch hier automatisch ist in der Regel der bessere Weg. Aber es sei denn, ihr kennt euer WLAN, dann könnt ihr das natürlich komplett selbst auswählen oder gewisse Geräte kennen manche Kanäle nicht, könnt ihr dann auch selbst wählen. Und wir können dieses WLAN natürlich auch klonen. Das heißt, das steht hier eigentlich ganz gut. Nicht dieses WLAN, sondern ein anderes. Mittels Wi-Fi-Clone können Sie die WLAN-Zugangsdaten, Netzwerknamen und WLAN-Passwort eines anderen WLAN-Access-Points für dieses Gerät automatisch übernehmen. Das heißt, habt ihr bereits ein bestehendes WLAN, könnt ihr das damit sozusagen erweitern. Und damit, ja, ist es ein bisschen einfacher in der Einrichtung für andere Nutzer. Das sind letztendlich alle Konfigurationsmöglichkeiten, die hier letztendlich gegeben sind.
Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt und das ist die Geschwindigkeit. Dazu gehen wir zu Chrome rein und schauen uns mal einen Speedtest an. Ich schalte mal in das WLAN zurück, in dem ich normalerweise gewesen wäre und dann sieht man mal meine Ausgangslage, von der ich ja sozusagen gestartet habe. Es ist eine Vodafone bzw. ja, Vodafone-Leitung mit 200 Mbit. Das ist ein Kabelanschluss. 200 Mbit down, 12 Mbit up. Das ist die Ausgangslage, die ich habe. Ihr seht, im Download erreiche ich so um die 12 Mbit. Das ist nicht besonders gut. Dieses Netzwerk kann, glaube ich, bis zu AC-Geschwindigkeit. Daran sollte es also nicht scheitern. Es sind in der Tat die dicken Wände, die hier sind. Und die stören den Empfang, den WLAN-Empfang auf jeden Fall sehr stark. Vor allem mit dem MacBook Pro von 2016. Dort scheinen die Antennen einfach nicht so gut zu sein. Und man sieht, beim Upload dauert es richtig lange, bis ich irgendwie eine Verbindung herstellen kann. Und das war mir auf Dauer einfach zu unzuverlässig. Man sieht, Ping ist okay für Kabel, geht auch besser. Man wird aber auch gleich sehen, der Ping wird auch noch mal ein bisschen runtergehen, wenn wir hier in den Satelliten schalten. Und man sieht, Upload funktioniert noch nicht mal so richtig. So, jetzt bin ich gleich im Devolo-Satelliten verbunden. Jetzt bin ich damit verbunden und wir starten die Seite einfach mal neu. Dann sehen wir mal, es ist immer noch der gleiche Server. Und dann sieht man mal, der Ping, der wird jetzt etwas heruntergehen. Er ist fast doppelt so lang. Aber die Verbindung, die ist auf jeden Fall deutlich schneller. Man sieht, wir haben hier locker an die 50 Mbit. Teilweise habe ich auch an die 100 Mbit erreicht, wo ich sonst eher Richtung 15 bis maximal 20 gegangen bin. Häufig aber auch auf 2 Mbit. Ja, irgendwo herumgegurkt habe und das finde ich nicht so gut. Und man sieht auch, die komplette Upload-Geschwindigkeit von 12 Mbit wird damit ebenfalls erreicht. Wie gesagt, Nachteil, der Ping steigt auf jeden Fall. Bei mir ist es das Doppelte. Das muss in eurem Fall nicht unbedingt so sein. Aber das ist auf jeden Fall für mich ein ganz großer Vorteil, dass ich hier insgesamt ein deutlich stabileres Netzwerk habe, das vielleicht vom Ping her nicht so super schnell ist. Aber von der Geschwindigkeit, ihr seht es, ich erreiche Werte, die sind mal eben 7 bis 8 Mal so gut, wie ich das sonst mit der Fritzbox gehabt hätte. Und das finde ich auf jeden Fall einen super Mehrwert, weil ich dadurch einfach eine sehr stabile und auch schnelle Internetverbindung habe, die ja auch größere Downloads sehr gut ermöglicht. Was ist also mein Fazit zum Devolo GigaGate? Ich persönlich finde das System sehr gut. Es fällt nicht wirklich auf vom Design, wenn man das in den Raum stellt. Es hat mein Internet extrem verbessert, auch wenn der Ping leider etwas hochgegangen ist. Er ist fast doppelt so langsam geworden. Das liegt aber auch mit Sicherheit hier an meinen dicken Wänden, die ich hier in der Wohnung habe. Ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Fällen nicht ganz so dramatisch ausfällt, vor allem wenn man generell einen schnelleren Ping hat als mit Vodafone Kabel Deutschland, denn der ist generell einfach nicht ganz so gut, wie man das beispielsweise von einem Glasfasernetz der Telekom haben könnte. Ansonsten, was mir ebenfalls gut gefallen hat, dass man die LEDs ausschalten kann. Es ist insgesamt einfach ein ziemlich rundes System, das auch sehr zuverlässig funktioniert hat. Preislich liegen wir hier bei etwa 200 €, knapp über 200 € und dafür, dass es in Deutschland entwickelt wurde und ihr 3 Jahre Garantie darauf erhaltet, ist es auf jeden Fall ein gutes System, das mir hier in München sehr weitergeholfen hat. Falls ihr euch das anschauen wollt, den Link dazu findet ihr sehr wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung. Ich bin Daniel für Tech Video. Vielen Dank fürs Zusehen.